Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich fühle mich beobachtet. Der junge Herr, der durch den Ring guckt. Ja. Eigentlich wollte ich das ja jetzt hier machen mit dem Mana übertragen, ne? Mist, verdammte, das habe ich mir jetzt natürlich nicht genau angeguckt. Ja, ich hatte nämlich eigentlich die Idee, jetzt gerade hier hinten das mit dem Metall zu machen, beziehungsweise das rote Kapital erstmal zu nutzen, um mir ein weiteres Erzbergfeld quasi noch zu erschließen, damit ich noch ein wenig mehr an Erz komme. Wie ist ja der Steinablauf, ist aber auch doch gar nicht mal so wenig. Okay, das hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet, aber gut, hier hinten wird ja das Lager jetzt erstmal vollgefahren, ne? Ja gut, jetzt ist das Lager voll. Okay, dann wird das jetzt auch ein bisschen weniger werden. Denn hier müssen auch die Steine hin und von den Steinen gibt es hier so wenig, weil, keine Ahnung. Eigentlich, der könnte fleißig arbeiten. Na gut, wir werden sehen, woran es liegt. So, dieses Kohlelager wird hoffentlich auch immer lässig vollgefahren und jetzt sehen wir hier schon, das könnte durchaus dazu führen, dass wir hier ein Kohleproblem bekommen. Weiterhin noch ein Kohleproblem. Ich glaube, wir müssen das auch auf biologische und nachwachsende Rohstoffe umstellen, dass dort dieses auch mit Holz quasi betrieben wird. So, gut. Das erstmal zu dem. Dann werde ich jetzt erstmal hier hinten das noch wegmachen. Den Bauernhof, den wollte ich noch entfernen, beziehungsweise den kann ich eigentlich versetzen, weil brauche ja doch nochmal einen Bauernhof hier oben, ein paar Stück, wenn ich denn hier das mit den Kuchen machen will, ne? Wollte ja immer noch den Kuchen hier oben anpflanzen. Ja, das wollte ich hier oben. In dem Bereich könnten wir Kuchen herstellen. Na, gucken wir mal. Dazu muss ich den erstmal versetzen. So, heißt, Bauernhof, komm mal mit. Geh mal dahin. So, ein Bauernhof. Versetzt. So, kann ich den Brunnen hier noch versetzen? So, einen Brunnen versetzt. Das kriege ich alles nicht versetzt. Da kann ich bloß die Waren runternehmen. Okay, dann muss ich das halt original abreißen. So, ist ja kein Problem. Kriegen wir ja alles hin. Und hier müssen wir sagen, dass wir... Ne, warte mal. Erstmal müssen wir, glaube ich... Wie war denn das? Erst muss ich Rohstoffe entfernen, ne? Erst muss ich... Wo war denn meine Werkzeuge? Rohstoffe entfernen. Muss erstmal hier das Getreide vom Feld holen. Damit ich dann die Felder entfernen kann. So. So, sehr schön. Dann werden wir nämlich jetzt doch lieber erstmal noch die Torte machen. Da gucken wir jetzt ganz kurz mal, welche Torte wir da brauchen. Dann machen wir lieber das noch fertig. Wie kriege ich denn eigentlich irgendwie das Holz hier noch raustransportiert? Ne, doch, das müsste ich ja nicht hinkriegen, wenn ich... Na, da komme ich nicht durch, aber... Nee, komme ich hier noch durch? Hier würde ich mit einer Rutsche durchkommen und dann hier durchaus... die Möglichkeit bestehen, das hier hinten durchzutransportieren. Beziehungsweise sie könnten es doch da hinten abnehmen, aber das ist doof, weil das dann einmal schon geteilt ist. Gut, also wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in den Lebensmittelladen. Lassen das mit den Roten dann doch nochmal ein bisschen produzieren, damit wir dann hier hinten mit den Roten gelöt hier noch dazwischen kommen und hier dann die Erzlagerstätten alles erschließen können. Ich würde ja sagen, dass wir direkt nach hinten durchgehen, also dass ich hier wirklich nach hinten dann weiter so durchgehe und wir dann mindestens eine Erz-, eine Stein- und noch eine Kohlelagerstätte hier hinten erstmal ranbauen. Diese müsste ich dann irgendwie doch, na, da müssen wir mal gucken, wie wir das denn hinkriegen mit der, mit den Rohstoffpipes. Also hier könnten wir Rohstoffpipes, also die Kohlepipe könnten wir hier durchlegen und damit dranlegen, das ist ja kein Problem, das geht ja. Steinpipe könnten wir auch hier und dann damit dranlegen, kein Problem, geht auch. Auch wenn wir hier durch müssen wegen der Höhe, nee, müssen wir da durch, ne? Am dritten müssten wir durch. Ah, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, oder wir müssen das in die andere Richtung nochmal machen oder hier denn generell irgendwie aufsammeln. Ach, was weiß ich, irgendwie kriegen wir das schon hin. So, wie sieht es hier mit dem Papier aus? Das sieht sehr gut aus. Der hat hier kein Dings mehr, kein, weil der hier keins mehr hat, weil der hier irgendwie
Ja, hier voll ist, ne? Ja, das war jetzt zu erwarten, dass das wieder passiert. Und ab und zu geht hier mal eins rein und dann geht mal wieder ein bisschen Leder raus. Der produziert zu langsam das Leder, ne? Aber na gut, wir können sie verbessern. Dann produziert sie wahrscheinlich schneller. Geschwindigkeit ist 600%. Also jetzt sollte quasi ja nicht instant immer einen... kommt gar nicht genug von dem nach, ja. Na gut, okay. Also da müssen wir nochmal ganz... Das müssen wir auch nochmal angucken. Achso, ich wollte eigentlich hier gucken... Ich komme schon wieder ich könnte einen Apfelkuchen machen oder einen Beerenkuchen. Gucken wir doch mal. Apfelkuchen, Beerenkuchen. Wo ist denn das hier? Apfelkuchen Stufe 5. In der Küche. Und der Beerenkuchen ist auch in der Küche. Alles klar. Also brauchen wir erstmal eine Küche dafür. Die dann am Ende steht. Das werden wir hier noch einplanieren. Also das wird jetzt bis zu dem Brückchen da alles das platt gemacht. Weg damit. Werkzeuge. Wir möchten gerne Gelände nach oben glätten von mir aus. Im großen Stil. Darf das jetzt durchaus was kosten hier. So. Ah ja, da gehen wir dann schon wieder auch in das nächsthöher gelegene Gebiet rein. Können wir ja auch alles einglätten hier. So, gut. Sollte denn jetzt erstmal hier eine relativ große glatte Fläche sein. Ich mag es, wenn es glatt ist. Das ist so ein kleiner Fimmel, den ich habe. Das tut mir leid, dass ich den auch auslebe. Aber den habe ich halt. So, wir brauchen für die Küche. Nee, Gebäude. Eine Küche brauche ich. Eine Küche. So, die Küche, die fertige. Also hier vorne möchte ich ganz gerne eigentlich die Produktion von den Dings haben. So, hier können wir alles zusammenfinden. Und ich möchte gerne das Rezept wählen. Wie sieht es aus? Ein Beerenkuchen. Da brauche ich Marmelade zu, ich brauche Zucker zu, ich brauche Beeren zu und ich brauche einen Kuchen zu. Hui. Für einen Kuchen brauche ich Mehl, Zucker, Butter, Ei und Feuer. Gut, Feuer ist klar. Da kommt ein Kuchen raus und den Kuchen muss ich da reingeben, mit Marmelade bestreichen, mit Zucker bestreuen, mit Beeren belegen, 10 Sekunden lang warten für einen weiteren Kuchen. Alle 10 Sekunden kommt nur ein Kuchen raus. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr mager, hätte ich fast gesagt. Aber ich brauche hier jetzt keinen Brennstoff mehr. Also den Brennstoff brauche ich da beim Kuchen und beim Mehl. Das weiß ich, wie ich es herkriege. Zucker kann ich produzieren, Butter kann ich auch produzieren. Weiß ich auch, wie ich es machen muss. Und Ei muss ich produzieren. 2 Stück, eine Butter, okay. Also brauche ich einen Aufbau, der quasi wie hier mit 2 Feldern, eigentlich mit 3 solchen Feldern, hier auf 2 solche Kornmühlen geht. Also ich brauche 4 Felder. Oh Gott. 4 Felder alleine, die auf Kornmühlen gehen. Einmal für die Butter, einmal für das Ei. Richtig? So, und dann brauchen wir noch Felder für, naja, gut, naja, wir brauchen Platz. Kein Problem, kriegen wir hin. So, Gebäude. Ne, nicht eine Küche. Na gut, eine Küche brauchen wir auch noch ein paar Stück, aber... So, gut. Wie viele Leute habe ich denn eigentlich noch zur Verfügung? Ah, 50 nur noch. Da muss ich wirklich dann auch dann schon langsam aber sicher anfangen zu sparen. Aber ich kann ja hier so ein paar, die kann ich ja noch rausschmeißen oder ein paar mal runtersetzen. Also hier müssen ja jetzt nicht unbedingt 4 Mann die ganze Zeit arbeiten, ne? Also Tomaten haben wir ja mehr als genug jetzt. Das liegt ja voll hier. Liegt auch das Lager voll. Das Fischlager liegt voll. Also auch hier. Also wir haben durchaus Möglichkeiten, Leute noch einzusparen hier und dann das ein bisschen zu optimieren. Aber das kriegen wir hin. Gut, also brauchen wir jetzt erstmal einen Bauernhof weiter. Gebäude. Wir brauchen Bauernhöfe. Ach, du ahnst es nicht. Wie breit ist denn der Bauernhof? Der geht jetzt bis da hin. Okay, bis da geht er hin, ja.
breit ist denn der? Warte mal, Kamera von oben. Wie Kästchen ist denn das? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ein nach hinten noch. Passt das. 1, 2, 3, 4. So, also kriege ich hier nur 3 hin. Das ist ja natürlich schon wieder schade. Würde ich gerne noch einen vierten hinkriegen. Also damit ich hier hinten quasi komplett das machen kann, damit ich dann hier auf die gehen kann. Ich glaube aber, ich brauche ja Weizen auch so nochmal, aber das hole ich dann von der Seite ran. Das, ja, platztechnisch werden wir jetzt uns dann hier noch doch ein bisschen ausweiten. Ich glaube, dann kriegen wir mal die roten Münzen, die werden schon wieder alle los. Die werden wir dann alle los. Na gut, egal. Ist dann halt so. So, das könnte jetzt reichen. Interessante Musik. Ich glaube, die ist neu. Habt ihr neue Musik hinzugefügt? Bauernhof. So. Gut. Die ganzen müssen jetzt mit Felder besetzt werden. Da wird jetzt sehr, sehr viel von unseren Farmfeldern. Von unserem Dünger weggehen. Das kann ich übrigens nicht größer machen. Ne? Das kann ich nicht größer ziehen. Das ist ganz merkwürdig. Es geht einfach irgendwie nicht. Oder geht das doch? Ja, ich kann immer nur ein Farmfeld anlegen. Das ist schon wie ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber es ist halt so. Geht nicht anders. Aber jetzt geht jedenfalls jede Menge Düngemittel verloren oder quasi dafür drauf, was dann natürlich denn unserem Lager, wo das Düngemittel drin gelagert ist, sehr entgegenkommt, weil wir es loswerden, das Zeug, ne? Ein bisschen daneben bauen tue ich auch noch. Na gut, das ist halt eben so. Das mit dem Ausmalen hat, haben wir ja schon in Factorio gelernt, dass er das nicht unbedingt kann. Das auch gerne mal übermalt. Aber es könnte schlimmer sein. So. Das sieht doch schon mal schön aus. So, dann brauchen wir jetzt Brunnen. Halt, ne, jetzt müssen wir erstmal dann auch noch die Pflanze anpflanzen. Ne? Jetzt müssen wir sagen, dass wir hier ganz gerne Getreide haben wollen. Das kann ich doch aber größer machen, ne? Sehr schön. Dann können wir jetzt bauen einen Brunnen. Nicht Arbeiter. Brunnen. So, da brauchen wir mindestens auch nochmal 1, 2, 3. Dann brauche ich Förderbänder. Stoffförderband. Dazwischen. Und natürlich einen Greifer. Logistik, Greifer. Dann geht auf jeden Fall schon mal Getreidegießen ist dort angesetzt. Genau, hier müssen wir dann Rezepte gießen. Getreide. Getreidegießen. Interessant, hier sind 97 und da sind es 100. Guck, da sind 3 nicht gesetzt. Das ist ja frech. Das ist ja frech. So, okay. Und hier Getreide und Gießen. So. Das heißt, das Gießen dürfte er jetzt ja schon übernehmen überall und dann irgendwann früher oder später auch das Getreide ernten. Das könnte auch gehen. So, sehr schön. Das haben wir schon mal. So, jetzt müssen wir uns aus
diesen 4 machen wir wirklich 2 auf Kornmühlen und dann gehen wir auf die Milch und dann machen wir die Butter da draus. Machen wir mit 2 dazwischen und ich glaube auch kein Lager großartig. Das heißt, ich brauche jetzt hier Kornmühlen. 4 Stück. Gebäude. Kornmühle. Und dann bauen wir dann quasi hier eine hin. Und hier eine hin. Und dann noch eine hier hin. Das ist ein Dreieck, das sieht irgendwie schief aus. Na gut. Was muss, das muss. So. Okay, da gehen dann jetzt Rutschen hin. Von hier. So. So, und die kriegt dann noch so einen Übertrag hier, dass wenn da die eine mal ein bisschen mehr hat als die andere und so, dann kann die damit reinwirken. Das sollte durchaus funktionieren. Naja. Ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. So. So. Wieso kommt da gar kein Getreide raus? Nanüchen. Oh, es hat einen das Getränkerezept nicht gewählt. So, sehr schön. Gut, also direkt an der Produktion dran. Dann haben wir hier Kornmühlen und die sollen herstellen natürlich Tierfutter. Du sollst herstellen Tierfutter. Du sollst herstellen Tierfutter. Du sollst herstellen Tierfutter. So, aus diesem Tierfutter werden wir in den nächsten Folgen dann weiterhin tolle neue Sachen machen. Geschwindigkeit 0, weil ich hier den Arbeiter rausgezogen habe mal. Na stimmt, da war aber was. So. Und dann sollte sich das jetzt hier ergeben. Und dann sehen wir schon, dass das hier totaler Quatsch war. Das können wir wieder rausreißen hier. Braucht man nicht da an der Stelle. So. Das läuft sowieso nicht da rein, wo es reinlaufen soll. Gut. Das heißt, hier kriegen wir, oder wir müssen, eigentlich müssen wir ja doch eine Station bauen, die quasi eigentlich hier rüber führt. Und dann müssen wir eine Kreuzung so machen und eine Kreuzung müssen wir so noch machen, ne? Dann müsste jetzt auch das andere quasi, wenn der denn nicht produziert, dann das müsste dann gehen, ja. Das heißt also so rüber und dann von hier nach da und von hier nach da. So, jetzt müsste das sehr gut verkreuzt sein. Gut, also hier wird jetzt die Tiernahrung hergestellt und aus dieser Tiernahrung machen wir dann in der nächsten Folge andere tolle neue Sachen. Über eine Rutsche geht das dann nämlich in kein Lager rein, sondern direkt in die Weide und da wird dann Milch draus, beziehungsweise da werden Eier draus. Wir müssen mal gucken, wie das dann abläuft, aber das kriegen wir dann auch noch hin. So, was brauche ich denn eigentlich noch so alles? Wenn ich jetzt, warte mal, hier habe ich das Rezept gewählt. Nicht Gegengift, sondern Beerenkuchen. So. Da muss der normale Kuchen hin. Wenn ich einen normalen Kuchen machen will, brauche ich Mehl, Zucker, Butter. Also mit Mehl brauche ich auch nochmal wieder Getreide. Das heißt, ich werde das hier dann noch... Dann werde ich von hier unten noch Getreide holen müssen, ne? So, das hier noch alles planieren und dass wir dann hier noch Getreide machen, dass wir dann Getreide für die Mehlproduktion noch haben. Ach, das wird ja riesengroß. Ob das so sein muss oder gebraucht wird, ist die nächste Frage, aber wir probieren es erstmal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Wir gucken uns das mal an, was wir hier gebaut haben. Das sieht ja schon mal ganz schön aus. Ich finde, das ist durchaus ein Fotochen wert. Können wir mal so machen hier schön. Falsche Taste. Diese nehmen wir. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.